Stellt euch vor, wir müssten unsere Gedanken nicht mehr in Worte fassen. Oder wir könnten direkt von Gehirn zu Gehirn miteinander kommunizieren. Oder stellt euch vor, wir könnten wie in Matrix einfach Wissen in unser Gehirn herunterladen. Ob Karate, Anatomie oder ein paar Wikipedia-Artikel, alles wäre innerhalb von Sekunden gespeichert und zugreifbar. Hätten wir schon alleine diese zwei Möglichkeiten, würde sich unser Alltag grundlegend verändern. Bildung wäre kein großartiges Problem mehr und diese neue Form der Kommunikation würde jedwede Art von Kommunikationstechnologie überflüssig machen. All das klingt wie der Stoff von Science-Fiction-Filmen und genau da kommen die meisten Ideen auch her. Aber schon heute forschen Experten und Wissenschaftler genau an dieser Zukunft, an der Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer. Brain-Computer-Interfaces kennen wir alle. Unsere Smartphones haben Touchscreens, unsere Computer haben Maus und Tastatur. Diese Eingabegeräte helfen uns dabei, unsere Gedanken, unsere Befehle an die Maschine in eine Sprache zu übersetzen, die ein Computer verstehen kann. Und obwohl wir uns Mühe gegeben haben, den digitalen Arbeitsplatz mit einem Schreibtisch, einem Papierkorb und Ordnern so naturgetreu wie möglich zu gestalten, ist das Arbeiten am Computer alles andere als intuitiv. Ein Video zu öffnen dauert länger, als sich an eine Situation zu erinnern. Eine Nachricht zu tippen dauert länger, als sie zu denken. Aber es ist nicht nur die Art und Weise, wie wir mit Computern sprechen, die langsam und umständlich ist. Wie wir Menschen untereinander kommunizieren, mit Worten, ist ineffektiv. Wir alle müssen jeden Tag unsere komplexen, vielschichtigen Gedanken in lineare Worte fassen und hoffen, dass unser Gegenüber diese Worte wieder auseinandernimmt, die Bedeutung entschlüsselt und diese sich zum mehr oder weniger gleichen Gedanken in seinem Gehirn ergeben. Brain-Computer oder Brain-Machine-Interfaces sollen genau diesen Schritt ersetzen. Mit ihnen sollen Gedanken direkt von Mensch zu Mensch kopiert werden können. Und sie sind auch der wichtigste Schritt, um mit künstlicher Intelligenz gleich aufzubleiben. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Schon vor 5000 Jahren in Ägypten forschten die ersten Menschen am Gehirn und versuchten zu verstehen, wie es funktioniert. Im 21. Jahrhundert müssen wir zugeben, dass wir damit nicht wirklich weitergekommen sind. Nicht umsonst sind sich viele Experten einig, dass das menschliche Gehirn das komplexeste Objekt im Universum ist. Na gut, wir haben schon eine recht gute Vorstellung, welcher Teil des Gehirns welche Aufgaben übernimmt. Und wir unternehmen im Moment die ersten Schritte mit richtigen Brain-Machine-Interfaces. So können zum Beispiel Menschen mit Prothesen nur mit der Kraft ihrer Gedanken diese Prothesen steuern. Wir können blinde Menschen mithilfe einer Kamera wieder zum Sehen verhelfen. Und im Jahr 2015 fand das erste Gehirn-zu-Gehirn-Gespräch statt. Zwei Teilnehmer eines Versuchs der Universität von Washington wurden mit EEG-Geräten ausgestattet und über einen Computer miteinander verbunden. Mithilfe simpler Ja-Nein-Fragen konnte ein Teilnehmer das Objekt erraten, welches sich der andere Teilnehmer ausgedacht hatte. Von der Science-Fiction-Vorstellung, mit reiner Gedankenkraft sprechen zu können, sind wir also noch weit entfernt. Und trotzdem dringen einige große Investoren gerade in den Markt ein und wollen an dieser potenziellen Zukunft forschen. Elon Musk, der Gründer von SpaceX und CEO von Tesla, hat 2016 die Firma Neuralink gegründet, die sich auf die Erforschung eines Brain-Computer-Interfaces und die Integrierung mit künstlicher Intelligenz fokussiert. Mit Kernel setzte sich ein weiteres Startup aus dem Silicon Valley bereits vorher ein ähnliches Ziel. Hier spielt auch die Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten eine Rolle. Schneller denken, sich besser Sachen merken können und noch irgendwas Drittes. Es ist auch klar, warum diese Investoren Interesse an dem Projekt haben. Sollte die Kommunikation mithilfe von Gehirnen funktionieren, dann wären sämtliche Geräte, die uns helfen, mit Computerchips zu sprechen, mit einem Schlag überflüssig. Smartphones, Computer, Fernseher, sämtliche Medien, sogar das Lenkrad im Auto, wenn Autos bis dahin nicht ohnehin schon selber fahren können. Okay, wie würde so ein Interface aussehen oder funktionieren? Um das zu verstehen, müssen wir erst einmal verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Das ist nämlich ein riesiges Netzwerk aus Neuronen und Verbindungen zwischen Neuronen, den sogenannten Synapsen. Jedes Neuron hat ein Aktionspotenzial, das, wenn es überschritten wird, dafür sorgt, dass das Neuron einen Stromimpuls aussendet. Dieser wird, abhängig von den Aktionspotenzialen der umliegenden Neuronen, weitergegeben oder eben nicht weitergegeben. Soweit funktioniert unser Gehirn ähnlich wie ein Computer mit Neuronen anstelle von Transistoren. Nur dass in unserem Gehirn jeder Stromimpuls die Aktionspotenziale verschiedener Neuronen verändert und sich somit das Netzwerk als Ganzes verändert und weiterentwickelt. Durch Wiederholungen kann man diese Veränderungen festigen. Deswegen müssen wir beim Lernen vieles wiederholen und regelmäßig trainieren, um in einem Sport gut zu werden. Wir verändern mit jedem Gedanken und jeder Bewegung unser Gehirn, um es auf die speziellen Anforderungen anzupassen.
Das, was und wer wir sind, ist also eigentlich nur die Zusammensetzung der Neuronen in unserem Gehirn. Wenn man also genau wüsste, wie alle Neuronen in meinem Kopf miteinander verbunden sind und welche Aktionspotenziale sie haben, dann könnte man, rein theoretisch, mein Gehirn in einem Computer simulieren. Und für unsere Zwecke, wenn wir genau wissen würden, wann welche Neuronen Stromimpuls abgeben, dann wüssten wir, was dieser Mensch gerade denkt. Und genau da setzen Brain-Computer-Interfaces an. Functional Magnetic Resonance Imaging, kurz fMRI, kennt eigentlich jeder aus dem Krankenhaus. Grundsätzlich werden beim fMRI magnetische Felder in Kombination mit Radio und anderen Wellen genutzt. Hiermit können wir sehen, wo das Gehirn gerade aktiv ist, also wie viele Neuronen gerade aktiviert werden. Für ein Brain-Computer-Interface wäre diese Technologie allein wegen der Größe wohl kaum geeignet. Ein weiterer Nachteil ist die geringe räumliche und zeitliche Auflösung. Das heißt, dass nur Gehirnbereiche als Ganzes beobachtet werden können und nicht einzelne Neuronen und dass der Reaktionszeitpunkt nicht genau bestimmt werden kann. Beim EEG-Verfahren werden einem Elektroden an verschiedene Stellen am Kopf angebracht. EEG erzielt zwar einen hohen Umfang und relativ gute zeitliche Genauigkeit, dafür aber extrem schlechte räumliche Auflösung. Auch hier können nur grobe Bereiche des Gehirns beobachtet werden. Eine weitere Methode namens ECOG nutzt eine ähnliche Vorgehensweise wie das EEG-Verfahren, mit dem einzigen Unterschied, dass die Elektroden im Kopf direkt auf dem Gehirn angebracht werden. Mit ECOG erreicht man immerhin einen hohen Umfang und auch eine bessere zeitliche Präzision im Vergleich zum EEG, die räumliche Auflösung bleibt aber sehr schlecht. Die Local Field Potential Methode ist eine der wenigen Technologien, bei denen keine großflächigen Elektroden genutzt werden, sondern Nadeln. Diese Nadelelektroden werden direkt auf dem Gehirn angebracht, was das Ganze natürlich extrem invasiv macht. Leider erreicht man damit zurzeit neben hoher zeitlicher Präzision nur einen geringen Umfang und eher weniger räumliche Auflösung. Als letztes gibt es noch das Single Unit Recording, welches ähnliche Nadelelektroden benutzt. Hierbei werden aber einzelne Neuronen angepeilt und je nach Elektrodenart entweder nur berührt oder teilweise in eine kleine Öffnung eingesaugt, um eine noch höhere Präzision zu erzielen. Hierdurch wird zwar eine extrem hohe Auflösung sowohl räumlich als auch zeitlich erzielt, jedoch ist die Methode die invasivste von allen und erreicht zurzeit nur einen extrem kleinen Umfang. Man kann also nur sehr wenige von unseren 100 Milliarden Neuronen gleichzeitig beobachten. Generell hoffen Wissenschaftler, dass sich diese Methoden ähnlich entwickeln wie die Transistoren in Computerchips. Exponentiell sollen immer mehr Neuronen auf engstem Raum beobachtet werden können. Und das in Zukunft möglichst auch ohne dafür den Schädel öffnen zu müssen. Aber selbst wenn wir die Neuronen eines Menschen mithilfe dieser Technologien auslesen könnten, wüssten wir noch lange nicht, was wir damit anstellen sollten. Die Daten einfach in ein anderes Gehirn zu übertragen, setzt voraus, dass wir wüssten, wo dieser Mensch seine Gedanken abspeichert. Da sich unsere Gehirne aber ständig verändern und unterschiedliche Menschen auch automatisch unterschiedliche Strukturen im Gehirn haben, kann man nicht einfach 1:1 Stromimpulse übertragen und hoffen, dass der Empfänger das als Gedanken interpretiert. Unsere größte Hürde stellt also ein simpler Fakt dar. Wir wissen von unserem Gehirn quasi nichts. Es gibt ein Sprichwort in der Neurowissenschaft. Wenn das menschliche Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, dann wären wir Menschen so einfach, dass wir es nicht könnten. Kann ein Objekt sich überhaupt zur Gänze selber verstehen? Oder spricht das gegen die Naturgesetze unseres Universums? Es gibt allerdings einen Hoffnungsschimmer. Die meisten Wissenschaftler auf dem Gebiet sind sich einig, dass wir das Gehirn nicht zu 100% verstehen müssen, um ein Brain-Computer-Interface zu implementieren. Neuronale Netze, ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, basieren selber auf dem Prinzip des menschlichen Gehirns. Ein Computerprogramm, das sich selber ständig verändert und dadurch lernt. Die Angst vieler ist es, dass diese künstliche Intelligenz irgendwann intelligenter wird als jeder Mensch und kurz darauf auch intelligenter als alle Menschen zusammen. Autor und Futurist Ray Kurzweil bezeichnet diesen Punkt als die technologische Singularität. Brain-Computer-Interfaces sollen uns helfen, mit dieser künstlichen Intelligenz zu interagieren und sie auf Dauer in uns zu integrieren. Mit ihr könnten wir unsere eigene Intelligenz steigern, Erinnerungen verbessern und unser Gehirn bewusst umstrukturieren und uns so zum Beispiel glücklicher machen. Die Welt ist nur so, wie wir sie wahrnehmen. Ob das alles wirklich so funktioniert, bleibt abzuwarten. Die ganze Wissenschaft steckt noch in den Kinderschuhen, aber es lohnt sich, die Frage zu stellen, wollen wir das überhaupt? Ob Matrix, Neuromancer oder Black Mirror, es gibt hunderte Fiktionen, die sich schon überlegt haben, wie so ein Chip im Kopf oder ein Betriebssystem im Gehirn aussehen könnte. Und ich denke, die überwältigende Mehrheit davon sind Dystopien. I don't believe it. Ist man mit einer künstlichen Intelligenz im Kopf überhaupt noch menschlich? Ist eine simulierte Realität, so schön sie auch sein mag, lebenswert? Und ob es nun der Staat oder eine große Firma ist, irgendjemand könnte in dieser Zukunft jeden meiner Gedanken lesen. Nichts wäre mehr privat, ich könnte nicht einmal mehr lügen.
Lügen ist ein interessantes Thema, denn eigentlich können wir schon heute nicht mehr lügen. Unser Gehirn sendet unterbewusst Signale aus, Mimik, Gestik, Körperschweiß, die darauf hindeuten, dass jemand nicht die Wahrheit sagt. Begleitet mich mit auf den Kanal von Phil's Physics, wo wir zusammen einen Lügendetektor gebaut haben und ich daran angeschlossen werde. Dazu einfach hier klicken und ansonsten geht ein riesiges Dankeschön an meine Patrons auf Patreon, ohne die dieses Video hier nicht möglich gewesen wäre. Dankeschön für eure Unterstützung, telepathische Gehirn-zu-Gehirn-Grüße gehen raus an euch. Und ich werde eure Namen jetzt vorlesen, weil ihr das Perk ausgewählt habt. Sorry, wenn ich das falsch ausspreche. Dima, Raumklangstudio, Farid, Hallejon, Hallejon, Alexander, Sebastian, Peter, Andreas, Pira, Tobias, Luis, Keanu, Jorge, Kosudakun, Enrico, Killer Plauze und Jens und Niklas. Ich glaube, Jens und Niklas waren beim letzten Mal schon dabei. Egal. Vielen Dank, dass ihr mich auf Patreon unterstützt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Cedric.